Ja, hallo an euch da draußen. Heute kommt ein ganz kurzes Video, ein ganz spezielles aber. Ich, erstmal kurz zur Einleitung, ich spiele wieder die Merlin-Map, wie schon bei der letzten Challenge. Und ich habe das gespielt und wollte eigentlich hier möglichst schnell, am besten hier unter die ersten drei Platzierungen, meine ja mit Top-Zeiten 4 Minuten 47, 5 Minuten 45, also mindestens 7 Minuten 31, muss man kommen, hier und die Top 3 zu kommen. Und ich habe gemerkt, wenn ich dabei spreche, dann ja, vergesse ich immer Straßennamen. Man ist doch schneller, wenn man das erstmal so durchspielt. Und ich wollte es dann nachträglich dann, nachträglich dann versehen mit Sprache nochmal erklären, wie, was ich da gesehen habe und wie ich da auf die Gedanken kam. Und ja, jetzt habe ich hier eine Runde gespielt. Wollte also gerade starten. Und ja, ich habe die Runde leider am Ende nicht geschafft, mit voller Punktzahl abzuschließen. Deswegen seht ihr jetzt hier nur den ersten Platz, wo ich rausgelassen wurde. Ja, und für die Insider wird das jetzt richtig lustig. Schaut euch das mal bitte an, wo ich hier in der ersten Runde lande. Ich meine, die Aufnahme ist ein bisschen alt, aber es ist unverkennbar. Viele werden jetzt, die mich kennen, werden jetzt auch diesen Ort ziemlich schnell erkennen. Also heute das Emmy-Noether-Gymnasium und die liegt in der Pablo-Neruda-Straße und wir sind hier genau an der Ecke. Und in der ersten Runde habe ich es also geschafft, 3 Meter entfernt zu sein. In wahnsinnig schneller Zeit. Also wenn ich 5 Runden der Art hätte, dann ja, dann würde ich da auf alle Fälle sehr weit oben stehen. Also ich werde es weiter probieren und vielleicht kommt bald nochmal dann wirklich dann der Vollzug, dass ich es geschafft habe. Dann werde ich da auch ein Video dann im Nachhinein auch besprechen, was da meine Gedanken waren, ähnlich wie hier, aber das fand ich hier ziemlich unglaublich. Also, ich hoffe, einige hatten jetzt auch so richtig Freude daran wie ich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!